Liebe kämpfende Menschen auf der Straße, ich möchte euch heute solidarische Grüße vom Bündnis gegen Mietenwahnsinn und Zwangs- und Verdrängung mitbringen. Denn der Kampf gegen den Amazon Tower ist auch unser Kampf. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Kampf für eine Stadt für alle, in der wir gut und ohne Angst leben können. Wir wollen nicht nur ein bisschen weniger Miete zahlen. Wir finden, dass mit Wohnungen grundsätzlich kein Profit gemacht werden soll. Unsere gemeinsamen Gegner sind mächtig, aber die Stärke der MieterInnenbewegung ist die Solidarität. Deshalb möchte ich euch zum European Housing Action Day am 28.03. einladen. In über 40 Städten in ganz Europa wird es Aktionen geben und ständig kommen mehr Städte dazu. Schon lange sind viele Mieterinnen und Mieter angesichts der Zerstörung ihrer Nachbarschaften, krasser Mietsteigerungen, sinnloser Modernisierungen, Eigenbedarfskündigungen und Zwangsräumungen wütend. Doch mit dem Mietenwahnsinn wächst auch unser Widerstand. In den vergangenen Jahren gab es unzählige Proteste gegen Verdrängung, Hausgemeinschaften organisieren sich, Zwangsräumungen werden blockiert, Häuser werden besetzt. Google wird aus Kreuzberg vertrieben, Zehntausende gingen gegen den Mietenwahnsinn auf die Straße. In ganz Berlin und darüber hinaus wird über Enteignung und Vergesellschaftung diskutiert. Unser gemeinsamer, wütender Protest ist der Grund dafür, dass jetzt auch die Politik reagiert hat. Für Berlin ist ein zeitlich begrenzter Mietendeckel geplant. Dieser könnte für manche Mieterinnen eine Verschnaufpause bedeuten. Doch noch gibt es Versuche, den Deckel zu verhindern. Und auch wenn er kommt, ändert er nichts Grundsätzliches am privaten Wohnungsmarkt. Das reicht also nicht. Wir dürfen uns nicht ausruhen, wir müssen den Druck der Straße weiter erhöhen. Es wird immer deutlicher, dass die Menschen in dieser Stadt nicht mehr akzeptieren, dass wenigen gehört, was alle brauchen, dass Wohnungen nur für den Profit gebaut werden, dass Menschen Angst um ihre Wohnung haben und dass Hunderttausende wohnungslos sind. Deshalb solidarisieren wir uns und vernetzen uns. In Häuser- und Stadtteilinitiativen, im Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn und europaweit in der European Action Coalition. Jedes Jahr kämpfen mehr Menschen gegen hohe Mieten, gegen Verdrängung und für ganz andere gesellschaftliche Verhältnisse. Wir wollen ein Leben ohne Angst für alle, in Berlin und überall. Das bedeutet auch den Kampf gegen Rassismus, Faschismus und Polizeigewalt. Lasst uns am Europäischen Aktionstag gegen hohe Mieten am 28. März eine fette Demo auf die Beine stellen. Lasst uns zusammen kämpfen für einen radikalen Kurswechsel in der Wohnungspolitik, für die Vergesellschaftung von Wohnraum und die Sozialisierung von Grundeigentum, für echte demokratische Mitbestimmung der Mieterinnen und die Selbstverwaltung der Wohnhäuser, für ein Ende der Zwangsräumung und für die Entkriminalisierung von Mietstreiks und das Recht auf Besetzung von Leerstand. Los geht's! Ja. Los geht die Demo am 28. um 13 Uhr am Potsdamer Platz. Vorher gibt es aber auch noch einen Aktionstag auf dem Kudamm am 10. März und es gibt dezentrale Aktionstage vom 20. bis 28. März. Das heißt, ihr seid alle eingeladen, diese Tage mit Veranstaltungen und Aktionen in der ganzen Stadt mitzugestalten. Lasst uns gemeinsam kreativ, unbequem, vielfältig und widerständig sein. Kommt gerne zu unserem offenen Plenum. Jeden Dienstag im Kiezanker in Kreuzberg ist es. Denn Mietenwahnsinn ist jetzt mehr als eine Demo einmal im Jahr. Wir sind ein ganzjährig arbeitendes Bündnis aus Initiativen, Hausgemeinschaften, Aktivistinnen und allerlei angepissten Mieterinnen. Lasst uns also gemeinsam den Kampf für unsere Nachbarschaften und für eine Stadt für alle gestalten. Alle gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn.